das Positive in diesem Sinne. Wo auch 10 Jahre lang der Urania ein Schüler mit der Vortraute Frau Resti-Bach war. Und da habe ich eines gehört, ein Schüler hat gesagt, ein Spruch von Arzi Hartmann, und diesen Spruch, diese Aussage möchte ich veredigen, bevor ich die Lesung beginne. Und zwar, der Arzi Hartmann soll gesagt haben, Hochdeutsch ist der Mantel, Mundort ist die Haut. In diesem Sinne geht es um. Sprechende Natur. Die Natur an sich zeigt sich so prachtvoll. Es ist, als wenn sie spricht. Mein Freund, ich liebe dich. So bitte ich dich, zerstör mich nicht, sei mir ein Freund und liebe mich. Zweites Herzens-Ich. Die Chance, dem Leben in Liebe die Hand zu geben, die gibt es in dir, für dich und für mich, so auch für euch im Leben. Es ist der Weg, das Leben zu lieben, das Leben und sich, und mehr den Liebling zu finden, nah zu sich als zweites Ich. So liegt es uns den Menschen offen, uns innig zu sagen, nun habe ich dich getroffen. Ich fühle und spüre, du bist mein zweites Ich. Liebling des Herzens, liebe mich. Uns Menschen liegt auch sehr am Herzen die Gesundheit. Manche merken es dann gleich, aber irgendwo im Leben merkt man es, die Gesundheit zu. So kommt das Gedicht. Gesundheitseinsicht. Ein mancher Mensch, er träumt von Geld. Er sagt zu sich, nur Geld, das zählt. Ein reicher Mensch wird trotz Geld im grauen Bett die Gesundheit zählt. So genügt auch oft ein bisschen Geld in der Gesundheit, die so viel zählt. Im Zusammenhang mit dem Körpergewicht gibt es unterschiedliche Meinungen. War speziell habe ich geschrieben. Körpergewicht. Ein mancher Mensch merkt auf sich ein schönes Körpergewicht. Wobei er denkt, unverschämt, mein Körper ist eine Geschichte. So sagt er sich und anderen, da schaut sich an mein Körper. Ein bisschen stark, aber nur schlank. Denn andere stärker. Ein Vogelkram. Heute habe ich gehabt, ein schöner Traum. Dass ich ein Vogel war und ich bin geflogen von Baum zu Baum, ja, das war wunderbar. Zu allen Menschen, die ich kenne, zu denen habe ich geschaut. Meine Meinung habe ich ihnen auch gesagt, so zwitschernd, ganz laut. Dann habe ich mich geworden gesetzt von irgendeinem Eigengrund
gut zusammen mit Österreich, habe ich speziell für Gedichte geschrieben. Das erste Anhaltssee über Arnold Schwarzenegger. Man kennt das so, eine Kurzbiografie. Der Arnold Schwarzenegger. Erfolgreich als Mensch. Ja, so. So ist er bekannt. Er, der Schwarzenegger, so da und dort, in jedem Land. Erfolge und Geld im Leben zu haben, ja, das war sein Traum. So voll und ganz aktiv, ja, so hat er gelebt. Er, der Arnold, er, der Steirer. Bewusst gewollt so sehr. Mit Wissen, Verstand und Glück, so mehr und mehr. Und so, ja so gibt's für ihn den Traum im Leben. So in der Zeit von heute, so in der Zeit von morgen, so in der Zeit der wirklich. Erwähnt habe ich am Anfang, Louis, ich bin ein echter Floresdorfer. Dort bin ich aufgewachsen, kann man sagen. Natürlich im Original, ist logisch. Und zwar habe ich mir geschrieben, ein Floresdorf-Heimatland-Gedicht. Somit Floresdorf-Heimatland. Mein Floresdorf mit Stammersdorf, mit Schreibersdorf, mit Jedersdorf und jeder See. Beim Wiesenberg, dort bist du bekannt, du liegst so lieb am Rand von Wien, beim Donnerstrom am Donnerstrand. Er hat der Strom neben sich sein Kind, einen zweiten Strand, den hat er gebaut. Neue Donau, so ist er drauf, er ist zum See, so weit man schaut. Jeder findet mit Floresdorf Lebenslust und die Natur. Und noch dazu die Heiligen, die Gebirgliche und die Ruhe. So bist mein Leben, mein Leben lang. Mein Floresdorf, mein Heimatland. Ja, manche von uns werden noch kennen, die offene Straßenbahn. Fühle natürlich heute nimmer, weil gibt es nimmer. Und so habe ich geschrieben. Liebes Holz, Bim-Bim. Früher, eine offene Straßenbahn, wie hat sie gemacht? Bim-Bim. Ja, früher ist vor im alten Wien mit ihren Vorgestern. Und heute ist Museumsräume, unser Liebe. In Wien, da gibt es eine neue Bim. Die alte ist dahin. Verschlossen fort für Sicherheit. So zeigt sie euch in Sinn. Dazu macht sie den Unterschied. Unser liebes Holz. Bim, bim. So, jetzt kommt von mir ein Klassiker. Und zwar. Ich brauche dazu nicht viel sagen, ich brauche nur sagen, Gemeindebau. Die Nachbarn im Gemeindebau, na die ziehen auch eine Schiene schon. Das merkt der Mensch, das kräftig wird, wenn irgendwo fällt, auch drum auf die Erde und noch dazu mit Angeschrei. Wobei er wünscht, man ist vorbei. Man hört den Timmel Lärmen auf, wann kommen die denn endlich? Darauf, dass andere doch auch Ruhe wollen, die sich Ruhe erholen. Darum sagt er sich, er gehört dazu, er